Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Super Mario Star Road, daher ich im letzten Part es geschafft habe, dass mein Controller kaputt wird, habe ich jetzt folgende Tat umgesetzt. Auch. Das tat, glaube ich, etwas weh. Ich habe nämlich meinen alten PS3-Controller, den ich ja nicht mehr brauche, eingetauscht. Also am PC verwendbar gemacht. Und ich war überrascht, wie gut das geht. Wie man das macht, darf ich euch leider nicht zeigen. Ich habe zwar angefragt, aber auch wirklich angefragt, ist kein Scherz jetzt. Aber nein. Das muss jeder oder jede rausfinden. Aber ich werde trotzdem euch versuchen zu helfen, wie es denn geht. Ich darf es zwar nicht zeigen, aber es heißt nicht, dass ich es euch nicht sagen darf. Ihr macht hier folgendes. Und ich will es nicht empathisch nennen, deswegen erzähle ich euch das hier nebenbei. Ich muss mich nur ein klein wenig an die Steuerung gewöhnen, weil ich muss natürlich auch bedenken, dass jetzt die Stampfattacke auf Viereck liegt. Oh, das war der eine verkackte Stern. Ja. Wie ihr seht, kann ich jetzt diesen Haken etwas besser schlagen. Ich kann jetzt hier sowas, das konnte der alte Controller nicht. Einziges, was halt... Oder einziges... Komm, ich kann schon wieder nicht reden. Das einzige, was ich leider sagen muss, ist... Ich werde euch nur den Versuch einblenden, der geklappt hat. Aber zu dem Controller. Das Ganze funktioniert so. Am besten macht ihr es, indem ihr euch einen Xbox Steuerplugin runterladet. Der ist im Internet relativ leicht zu finden. Ihr könnt es einfach googeln. Dann wird wahrscheinlich ein YouTube-Video kommen. Für alle, die es nicht wissen. Vielleicht mache ich auch mal ein Video dazu, falls ich es denn darf. Ich möchte hier nicht meine Rechte überschreiten. Ach so, ja, stimmt, der Pop-Bomb war ja aber ganz anders. Ja. Ihr macht dann folgendes. Als erstes geht ihr auf diese Xbox-Seite. Ich habe jetzt extra gewartet, bis ich den Pop-Bomb anspreche, damit die Musik etwas leiser wird. Ihr macht folgendes. Ihr geht auf die Xbox-Seite und ladet euch die Controller-Plugins runter. Diese sind gratis erhältlich. Ihr müsst nur leider, wenn ihr ein Windows 8-System habt, ein Windows 7-Plugin-System runterladen. Was grundsätzlich dasselbe ist. Ja, und dann müsst ihr noch eine PlayStation 3 Plugin, also Steuerungselemente, runterladen. Ihr seht auch, der Controller ist sehr fein eingestellt. Wo habe ich mich denn letztes Mal circa hingeschossen? Ungefähr hier, oder? Ein wenig zu kurz, aber das stimmt ungefähr. So, ich zeige jetzt drei Versuche. Mehr werde ich nicht zeigen. Das Ganze, was hier inzwischen kommt, also Fails und etc., werde ich anschließend... Okay, hier funktioniert das nicht so, wie ich das möchte. Haben nämlich auf den rechten Stick die Kamera gelegt mit allen Positionen. War ziemlich schwierig. Probieren wir das Ganze mal so.
Ja, und jetzt kommt diese ganz, ganz hässliche Stelle. Fast! Fast! Ich hatte es fast. Egal. Einer kommt noch. Oder zwei, je nachdem, wie schnell es jetzt oder wie gut es jetzt schon funktioniert. Egal, die Münzen gibt es eh wie Sand am Meer. Ich habe im Übrigen auch herausgefunden, warum mein Emulator mit dem Ton immer wieder abkackt. Das lag eigentlich rein an etwas anderem. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so tatsächlich geht, aber so wäre halt meine Idee. Deswegen mache ich hier ein Safe State. Nein, falscher Winkel. Vor allem der N64-Controller ist ja auch leider so gebaut, dass man nur verkantet in alle Richtungen steuern kann. Na komm. Ja! Boah! Arschloch, ich sauer ganz und ich hab dich! Boah! Safe! Sofort gespeichert! Ja! Beim dritten Versuch! Ja, heute läuft's! Oh, brauche ich nicht mal was rausschneiden! Wie schön ist das denn? Ich frage mich nur, wie man zum Oberen kommt. Dun, dun, dun. Oh! Eieieiei. Dann muss ich leider wieder raus. Warum ist ganz einfach? Das können wir noch nicht machen. Wir besitzen noch die Metallkappe nicht. Entschuldigt, Leute, ich muss gerade so lachen und aber auch irgendwie, ich will innerlich fast schreien. Ich habe das im letzten Part so oft probiert. Ich bin halb ausgerastet. Ich gebe euch die Outtakes mit dem N64-Controller, der ja leider kaputt geworden ist. Hatte folgenden Grund. Der Controller hat bestimmte Schrauben mit einer Art, wenn nicht Röhre verbunden. Die Röhre oben und die Schrauben dadurch unten. Und diese sind auseinandergebrochen, weil folgendes passiert ist. Der Stick, also der Steuerstick, der, ja, wie immer, ich nenne ihn jetzt mal Steuerstick. Ups. Egal, Mario, wir haben es geschafft. Ja! Und ich sollte vielleicht nicht so schreien, weil das verträgt das Mikro nicht. Ja, was ich noch sagen wollte, herzlich willkommen zum Oster-Special. Das habe ich total vergessen. Und weil das gerade so schön. Jetzt will er mich wieder trollen. Alter, ich hab dich schon einkassiert. Es bringt überhaupt nichts mehr. Ja, die Probleme mit dem Safe State habe ich jetzt inzwischen auch lösen können. Das war, wie zu erwarten, Idioten einfach. Kann ich mit dir nicht reden? Ja doch, aber wo der ist, weiß ich immer noch nicht. Sag mal, kann man auf die vielleicht rauf? Lol. Okay. Da ja das gerade so skillig lief, werde ich diesen Part anders nennen als bisher geplant. Egal, ich werde es einfach umbenennen, ist ja nicht so schlimm. Jo, gibt sehr viel Neues. Neue XN-Gerichte und das neue Pokémon.
Ja, ich bin jetzt zwar nicht der Pokémon-Fan, aber eins muss ich sagen, das sieht mega geil aus. Das ist so richtig, das geht in meine Spielrichtung. Und ich verstehe es irgendwie nicht. Weil ich habe normalerweise nie das Bedürfnis gehabt, Pokémon zu spielen. Ich weiß, das ist nicht gerade Vorbild für Nintendo Let's Player, aber ist mir auch egal. Oh, die Münzen sind, okay, nicht mal so böse. So. Ups. Na? Ach so. Hä, das ging doch vorhin auch. Oder ist es nur irgendwie die Stelle? Ja, irgendwie schon. Oder stehe ich hier zu weit weg? Ach, hier oben ist der. You need to use your can. Achso. Du wirst unsere Kanonen. Achso, nein. Du brauchst unsere Kanone, oder? Warte bitte nur einen kleinen Moment. Ich öffne sie für dich. Ja, sehr freundlich. Ja, ganz kein Englisch. Ja, nicht so schlecht, ne? Ja. Okay, immer muss das auch nicht passieren, aber gut. Manche werden es ganz lustig finden, wenn er fehlt. Hau ab! Bekommt man da eigentlich noch immer Münzen, wenn man den umrundet? Ja, cool. Was ist denn hier drin? LOL! Das wusste ich gar nicht. LOL! Ganz egal, was auf dieser Welt heute noch passiert, der Skin des Tages geht offiziell an mich. So, jetzt konzentrieren wir uns aber wirklich auf das, was wir machen wollen. Nämlich rote Münzen. Wichser. Egal. Juckt mich einen Scheiß. Ja, wir werden jetzt die 8 roten Münzen zusammen mit den 100 Münzen sammeln. Und schon langsam gewöhne ich mich auch an die komische Steuerung. Hoppla. Ach, man kommt da ganz anders hoch. Das sehe ich jetzt erst. Einziges, was stört, die Z-Achse ist. Die Z-Achse. Ja. Das ist die Achse der dritten Dimension. Ja. Das ist ab heute für mich die Z-Achse. Egal. Weiter geht's. Ich bin jetzt im Übrigen auch zufrieden, wenn wir nur 3 Sterne pro Part schaffen. Das wäre so ungefähr das Ziel. Allerdings werden wir, glaube ich, mehr schaffen. Jetzt, wo ja der neue Controller wirklich sehr gut funktioniert. Ja, ich hätte sowieso hier runtergehen müssen, das ist eh egal. Voll geil, wie die Münze wirklich im Wasser versinkt, ist sehr gut gemacht.
Also an Skelux, der hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Er und seine Crew wahrscheinlich. Ich werde hier natürlich. Die Münzen hier mitnehmen, die brauchen wir ja schließlich. Ob wir wollen oder nicht. Und dort oben. Hä? Was ist denn hier drin? Vielleicht ist hier noch Kohle. Vielleicht ist hier wirklich noch. Natürlich ist hier Kohle. Der geldgeile Mario auf seiner Mission. Gott sei Dank sind die Preise nicht. Aber man muss sich hier wirklich vorstellen, wegen den Preisen, wie viel Moos ein Stern kostet. Mario muss sich den mit 100 Münzen erkaufen. Die Preise wünsche ich mir nicht gerade bei Mario Party. Da muss man dann viel Skill haben. Weil da gibt's vielleicht. Das war jetzt falsch, aber egal. Da muss man dann sehr, sehr viel Skill beweisen. Warum immer ich auch gerade darunter gefallen bin, egal. Weil wenn ein Stern 100 Münzen kostet, dann kann man sich ja in einer, selbst in einer 60er Partie, wenn man jetzt normale, also für einen selbst ausreichende Schwierigkeit einstellt. Okay, ich sehe gerade, das ist hier gar nicht so einfach. Okay, Mario. Let's do it. Ja, ich muss mich erst an den neuen Controller gewöhnen und es tut mir wirklich leid. Aber ich will euch die köstlichen Momente mit den Fails meinerseits nicht vorenthalten. Und deshalb werde ich auch die mit dem N64-Controller. Die Versuche, mir den einen Stern am Anfang des Parts nochmal zu holen, werde ich natürlich ebenfalls einspielen. Die könnt ihr euch dann ansehen in den Outtakes. Wird wahrscheinlich sehr spannend. Manche werden sich echt kaputt lachen, aber ja, egal. Ich bin sogar einmal gestorben. Hä? Warum geht's denn da nach hinten? Nur alles Moos? Na gut. Okay, ich werde. Nein! Dieser Bastard! Er hat es getan! Alter, wer sucht denn hier hinten eine rote Coin? Ja. Camera, please. Okay, wir haben 5. Eines auf dem Schiff. Und ich sehe gerade noch eine. Dafür müssen wir aber wieder zurück. Hau ab! Meinte ich schaffe den Sprung? Nein, ich war schon fast oben. Na egal, ich muss sowieso wieder runter. Wie oft ich hier heute schon runterfliege. Aber das ist mir so scheißegal. Das ist mir so scheißegal. Ich habe den einen Stern geholt und das im dritten Versuch. Macht's nach. Okay, wartet kurz. Ich mache was anderes. Erinnert euch noch, ich bin in einem der Parts. Der Goomba hat sich gerade selbst gekillt, dieser Idiot. Ich bin in einem der Parts in der Säule stecken geblieben. Und musste mich dann irgendwie mit einem Glitch befreien. Ich bin durch einen Glitch rein und durch einen Glitch wieder raus. Aber
ist jetzt auch Nebensache. Ich befürchte aber, wir werden hier die 3-Sternen-Marke werden wir jetzt schaffen, aber ich befürchte, wir werden nicht mehr als diese 3 Sterne hinbekommen. Also das ist wirklich der geplante Partverlauf. Und ich hatte recht, es steht überall so ein Baum. So, und eine, die ist dort oben. Ja, haha, wie komme ich denn dorthin? Und jetzt habe ich mich ebenfalls auch nicht an meine Regel gehalten. Aber das ist jetzt egal, das kann ich ja auch nachbessern. Ja, jetzt habe ich 8 Powersterne. Und jetzt, ja, mache ich hier eine Ausnahme, weil ich will hier nicht alle Münzen nochmals sammeln. Drauf gepfiffen. Ich denke aber, dass das hier mit der Kanone funktionieren wird. Geht's noch? Okay, das war weit daneben. Zweitens, das Teil ist auf einer anderen Plattform. Wie gesagt, immer 3 Versuche, dann wird gecuttet. Wollte ich eigentlich eh schon mal machen, nur hab ja dann das im 3. Versuch geschafft. Ich weiß, ich prahle jetzt ein wenig damit, aber hey, ich hab's verdient. Oh, das schaut gut aus. Nein, du Arschloch! Egal, also Leben werden mir jetzt nicht ausgehen, aber weil ich ja immer wieder ins Wasser falle. Wow, das war gut, das war gut, das war... Das war spitze. Egal, dann kann ich noch schön auf die 110 machen. Dann sieht das halbwegs attraktiv aus. Und weil es so schön war, hole ich mir gleich noch im Anschluss den nächsten Stern. Aber zuvor sind wir mal faul. Ich werde mich dort mit der Kanone hochschießen, aber ich habe einfach keinen Bock. Immer wieder schön. So, daher, dass eh keine 2 Minuten dauert, sich den anderen Stern zu holen. Haben wir das gleich. Ich habe es im 3. Versuch wieder geschafft. Heißt, kein Cut. Ich hoffe, die Kanone ist jetzt offen. Wenn nicht, ja, sie ist offen. Kein Problem. Zeit wird's mal wieder, ne? Vielleicht brauche ich ja diesmal mehr als 3 Versuche. Obwohl ich in eigentlichen, wo ich eigentlich in solchen Sachen mega viel Skill habe. Bin ja auch bei, na wie heißt das Spiel? Link Crossbow Training bei keinem einzigen Kapitel, also bei keiner einzigen Mission unter 100.000 gelandet. Für all jene, die jetzt diese Spielfacts kennen. Und sagte, das geht nicht, das geht locker. Das war 2.
Und schon wieder in den drei Versuchen, die gezeigt werden. Aber was soll's, für diesen Part sei es mir vergönnt. Here we are. 4 Sterne pro Part. Ja, im Eigentlichen ist das Ziel eigentlich wesentlich höher. Ich werde an dieser Stelle hier aber den Part beenden. Ganz egal, wie lange er ist. War wunderschön für heute. Wir sehen uns das nächste Mal bei Super Mario Star Road.